Burger, Pommes, Nuggets, go! Und damit, hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich weiß, ich habe ja letztens auch schon das Capri-Sonnen-Video aufgenommen in diesem Zimmer. Das ist in dieser Zimmerecke hier. Und mir ist bewusst, dass es hier sehr halt. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht hier, oder? Also so von der Atmosphäre her, ich nehme hier sehr gerne eigentlich mal hier und da ein Video auf. Ja? Ich finde es auch eigentlich immer sehr cool, wenn man, so wie ihr auch in den letzten Videos gesehen habt, immer mal so den Hintergrund, ja, das Zimmer wechseln für Videos. Ich mag das sehr gerne. Ja? Ich finde, es gibt dann immer was Neues so. Also zumindest auch für die Leute, die ständig vorbeigucken, ist das doch irgendwie cool. Weil ich muss sagen, manchmal achtet man auch auf den Hintergrund, geht mir so. Also klar, man achtet als erstes, und das, darum geht es ja auch, auf das Produkt und auf mich. Ja? Aber ich finde es ganz cool, wenn man auch ein bisschen was zu gucken hat. Und wenn es sich immer so ein bisschen wechselt, also der Hintergrund. Heute teste ich ein Getränk von Uluda. Ich bin der Meinung, ich habe früher mal gesagt Uludag. Ich bin aber der Meinung, es heißt jetzt, also es heißt Uluda, beziehungsweise es wird Uluda ausgesprochen. Und es ist ein Frutti Drink, ne, ein Frutti Extra Drink mit Limettengeschmack. Ich bin echt gespannt, wie er schmeckt. Ich habe ihn in einem arabischen, türkischen Supermarkt entdeckt. Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Limettengeschmack, Zutaten, natürliches Mineralwasser, Zucker, Limettensaft aus Limettenkonzentrat, 4% Kohlensäure, natürliches Limettenaroma und so weiter und so weiter. Und so weiter und so fort. Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Limettengeschmack steht hier noch drauf. Und ohne Konservierungsstoffe steht dort auch nochmal drauf. Ja, klasse. Und ja, das teste ich. Es hat so einen sehr coolen Verschluss, ja, weil du diesen Verschluss, ups, das knackt ganz schön, einfach zudrehen kannst. Ja. Und also ich finde das immer nicht so nice, wenn man den öffnet und dann, also klar, es ist ein sehr, sehr kleines Getränk, guck mal, 0,25, ja. Aber auch bei solchen Getränken finde ich es cool, wenn man die Möglichkeit hat, weil man sich austrinkt oder weiß ich nicht, zuzumachen. So, ich probiere gleich mal. Was ich genau bezahlt habe, ich weiß es leider nicht. Ich bin der Meinung, es war relativ teuer. Obwohl, nee, ich glaube, es ging sogar 70 Cent oder so. 70 Cent, was eigentlich für die Menge relativ, also schon teuer ist. Ne? Das ist ja nicht mal eine kleine Cola-Dose, so vom Ding her. Aber sie sieht cool aus und sie sieht jetzt auch nicht, eigentlich, sie sieht eigentlich nicht klein aus. Ne? Es geht. So, Prost. Woran man aber sieht, dass der Inhalt nicht der größte ist, ist, dass man sieht, dass ich jetzt zwei normale Schlücke genommen habe und die halbe Flasche fast alle ist. Zumindest hier oben der ganze Kopf. Ja. Also, fünf Schlücke, sechs Schlücke und die ganze Flasche ist alle. Das ist dann, ja, also so durstkillend oder für den Tag ist das nichts. Es ist wirklich, oder auch für einen Film oder so, wenn man sich vorstellt, man hat da die zu einem Film, dann reicht das eigentlich nicht. Also da braucht man schon fast, oder wenn man irgendwie Burger isst und man nimmt so einen dazu, eigentlich reicht das nicht richtig vom ne, Inhalt. Reden wir jetzt aber mal vom Geschmack. Ja? Und der ist wirklich lecker. Also der hat wirklich so einen sehr leckeren Limettengeschmack, allerdings nicht so typisch Limette. Also er schmeckt nach Limette, doch, aber nicht so dieser typische Limetten-Zitronengeschmack. Also diese ganzen draußen meist ist ja Limette bei Erfrischungsgetränken wie Softdrinks und so weiter, kommt Limette ja meist nicht alleine, sondern ist dann mit Zitrone. Zitrone und ein kleiner Schuss Limette dazu oder so. Ne? Hier ist es aber nur Limette und ja, sonst schmeckt man diese kleine Note bei anderen Erfrischungsgetränken so ähnlich raus. Also klar, von jeder Firma schmeckt meist der Limettensaft ein bisschen anders. Aber bei diesen Zitronen-Limetten-Getränken, Softdrinks, schmeckt man mal so eine leichte Note davon raus. Da es hier aber nur, ne, da hier die Limette im Vordergrund steht, beziehungsweise es nur um die Limette geht, schmeckt man nur die Limette. Ne, die sehr lecker, so cocktailmäßig irgendwie schmeckt. Also nach einem wirklich leckeren Zitronen, nach einer wirklich leckeren Limettenlimo.
Welche Punkte gebe ich ihr? Also geschmacklich gebe ich ihr 8 von 10 Punkten, weil ich sie echt lecker finde. Also ist schon mal ganz gut. Allerdings muss ich sagen, dass ich, wie gesagt, ja, habe ich schon öfter erwähnt, ich die Flasche einfach viel, viel zu klein finde. Also auch für 80 Cent finde ich das ein bisschen, das ist, wenn man sich das hochrechnet, schon relativ teuer im Verhältnis zu anderen Softdrinks. Ich bleibe trotzdem bei 8 von 10 Punkten, weil ich das Getränk sehr lecker finde. Und wenn man ein Getränk hat, was man richtig geil findet, dann trinkt man das auch so gerne. Es ist jetzt aber auch nicht mein Favorite Drink. So. Mal hier und da könnte man es trinken. Es erfrischt auch. Ich habe es im Kühlschrank gehabt und in diesen Läden gibt es das auch im Kühlschrank. Und das kostet in fast jedem Supermarkt mehr, wenn die gekühlt sind, die Getränke. Also, ja, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns später oder morgen wieder. Ciao.